ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video geht es um Dinge, die quasi jedes Mädchen falsch macht, die man allerdings eigentlich besser machen könnte. Und ja, das sind quasi Lifehacks und Ideen, die man in seinem Alltag umsetzen kann. Und ich war eben noch für euch einkaufen. Und zwar habe ich einen 100 € DM-Gutschein für euch besorgt. Und den möchte ich in diesem Video hier verlosen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur einmal Abonnent von diesem Kanal hier sein, denn das ist eine Verlosung für meine Abonnenten. Falls ihr noch nicht diesen Kanal hier abonniert habt, dann könnt ihr einfach kostenlos auf den roten Abonnieren-Button klicken. Dann müsst ihr dem Video noch einen Daumen nach oben hinterlassen und mir dann in die Kommentare schreiben, welcher von den 10 Hacks, die ich euch gleich zeigen werde, euch persönlich am besten gefällt, welchen ihr davon also am praktischsten findet oder welchen ihr eben davon am liebsten jetzt sofort umsetzen würdet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist natürlich kostenlos und alle weiteren Informationen und auch die allgemeinen Teilnahmebedingungen findet ihr dann auch nochmal in der Infobox. Da steht dann übrigens auch das Datum, wann die Verlosung endet und da wird dann auch der Gewinner stehen, wenn die Verlosung beendet ist. Ich hoffe, ihr freut euch sehr darüber. Ich fand so ein 100 € DM-Gutschein ist ja schon recht praktisch. Also eigentlich kann das doch jeder nutzen, oder? Und dann starten wir jetzt mit den 10 Dingen, die jedes Mädchen falsch macht, die man allerdings besser machen könnte. Bei der ersten Sache geht es um das Thema Foundation. Und momentan sind ja matte Foundations wirklich unglaublich angesagt. Allerdings sind die meisten Foundations, die man zu Hause hat, nicht matt. Und selbst wenn man sie abpudert, hat man nie so ein 100-prozentig mattes Ergebnis. Und die meisten kaufen sich dann einfach eine neue matte Foundation. Aber man kann das Ganze auch besser machen, denn man kann sich so eine Foundation auch ziemlich leicht zu Hause selber machen. Dafür braucht man einfach nur die Foundation, die man sowieso am liebsten verwendet und mischt dann einfach in die Foundation ein loses Puder. Wenn ihr ein getöntes Puder verwendet, erhöht ihr dadurch sogar auch noch die Deckkraft der Foundation. Dann müsst ihr das Puder und eure Foundation einfach miteinander vermischen und das könnt ihr dann mit eurem liebsten Pinsel oder mit eurem Make-up-Schwamm auf euer Gesicht auftragen. Falls euch das Ganze immer noch nicht matt genug sein sollte, könnt ihr einfach etwas mehr Puder in eure Foundation mischen oder ihr pudert dann einfach nochmal euer Gesicht ab und dann sollte es wirklich zu 100 % matt sein. Aber Achtung, dieser Hack funktioniert nicht mit jeder Foundation, also probiert es definitiv vorher mal aus. Ich glaube, jeder kennt das, dass man so eng anliegende Oberteile hat und man einfach keinen BH findet, den man darunter anziehen kann, sodass man ihn nicht sieht und jedes Mal sieht es irgendwie blöd aus und dann will man dieses Oberteil einfach doch nicht anziehen. Und Leute, was man dagegen machen kann, ist einfach so offensichtlich, aber viele machen es einfach nicht. Und zwar sollte man definitiv mindestens einmal im Leben in einen guten T-Shirt-BH investieren. Ich glaube, der Name T-Shirt-BH sagt eigentlich schon relativ viel und zwar ist er eben auch am besten geeignet, um ihn unter T-Shirts zu tragen. Aber das gilt genauso für jegliche eng anliegende Oberteile. Das Ding ist, dass dieser BH einfach keine Nähte hat. Das heißt, das zeichnet sich dann auch nicht ab, wenn man etwas eng anliegendes darüber trägt. Außerdem ist der Mittelstück meistens sehr niedrig und die Körbchen sind auch so geschnitten, dass sie nicht einschneiden oder so etwas in der Art, sondern einfach nur eine schöne Form geben. Und dann habt ihr auch definitiv keine Probleme mehr mit irgendwelchen hässlichen Abdrücken bei eng anliegenden Oberteilen. Den nächsten Hack verwende ich wirklich viel zu häufig. Also der gehört schon wirklich in meine Alltagsroutine. Und zwar geht es da um das Thema Pinselreinigung. Ganz häufig ist es so, dass wenn man gerade diesen einen bestimmten Pinsel für genau eine Sache ganz, ganz dringend braucht, dann ist der total dreckig und lässt sich nicht verwenden oder irgendein anderer Lidschatten ist da einfach noch so stark dran, dass man den eben gerade in dem Moment nicht verwenden kann. Und den dann zu waschen würde etwas dauern, denn vor allem ist er dann auch noch nass und dann müsste man ihn eigentlich föhnen und das dauert wirklich ewig. Und meistens lässt man es dann oder man kauft sich irgendwie neue Pinsel, wenn man zu faul ist, seine Pinsel zu waschen und das ist nicht unbedingt die beste Idee. Den Hack, den ich genau in so einer Situation verwende, ist einfach meinen Pinsel zu nehmen und auch noch ein Abschminktuch oder auch so ein Babytuch oder wie auch immer die heißen und dann da mein Pinsel so ein bisschen rumzudrehen und rumzumalen, bis der Pinsel eben so sauber ist, dass ich ihn für meine nächste Lidschattenfarbe verwenden kann, ohne dass ich irgendwie Reste habe von der vorherigen Lidschattenfarbe. In solchen Notfällen ist dieser Hack wirklich extrem praktisch und das kann ich nur jedem empfehlen. Allerdings ist das kein Ersatz für die regelmäßige Reinigung von Pinseln, also behaltet das im Hinterkopf, das könnt ihr nur in solchen Notfällen verwenden. Also merkt euch, dass das ist zwar ganz praktisch so für den alltäglichen Gebrauch, aber ihr müsst trotzdem eure Pinsel regelmäßig so richtig schön einmal durchwaschen. Der nächste Hack ist vor allem an die Leute gerichtet, die mit Hautunreinheiten zu kämpfen haben. Und zwar tendiert man dann ja ganz häufig dazu, einfach noch mehr Foundation zu nehmen. Und das Problem dabei ist, dass man die Hautunreinheiten dann einfach
noch mehr sieht, weil das Gesicht einfach so zugeklatscht ist. Ein Hack, der einfach super praktisch ist, wenn ihr auch mit Hautunreinheiten zu tun habt, ist sich einmal einen Concealer zu schnappen, der wirklich genau dieselbe Hautfarbe hat. Also kein Concealer, der irgendwie heller ist oder so, sondern eben einer, der eurem Hautton entspricht. Und den erstmal nur auf eure Hautunreinheiten aufzutragen und danach erst Foundation zu verwenden. Dann braucht ihr definitiv weniger Foundation, euer Gesicht sieht weniger zugeklatscht aus, aber eure Hautunreinheiten sind sogar besser abgedeckt. Also falls ihr auch häufiger Pickelchen oder sowas in der Art habt, dann probiert das definitiv mal aus. Ich mache das auch immer, wenn ich irgendwo einen Pickel habe und das ist halt für mich so die beste Methode, Pickel abzudecken. Ich glaube, diesen Hack habe ich schon mal erzählt, aber ich finde ihn einfach nur so unfassbar gut und ich benutze ihn wirklich nur noch, dass ich ihn in diesem Video einfach nochmal mitteilen möchte. Und zwar, meistens verwendet man ja Rasierschaum zum Rasieren, also wenn man sich zum Beispiel die Beine rasiert, und wenn der Rasierschaum leer ist, dann kauft man sich einfach meistens wieder einen neuen Rasierschaum. Was ich allerdings anstatt Rasierschaum immer verwende, ist eine Haarspülung. Und ich finde diesen Hack einfach nur so unfassbar gut, dass er einfach in dieses Video hier rein muss. Ich verwende mittlerweile sogar fast lieber Haarspülung, wenn ich meine Beine rasiere, anstatt Rasierschaum, was schon ziemlich krass ist. Das Praktische ist, dass man seine Haarspülung sowieso auch immer unter der Dusche stehen hat oder halt im Bad. Das heißt, man muss noch nicht mal daran denken, das mit in die Dusche zu nehmen, wenn es ja sowieso schon ist. Und Haarspülung hat man meistens sowieso auch immer zu Hause und deswegen kann ich euch diesen Hack nur ans Herz legen. Und ich finde, dass sich die Haut danach einfach auch so unfassbar schön weich anfühlt. Ich glaube, wir alle haben so Leggings zu Hause in unserem Kleiderschrank, die recht eng geschnitten sind und bei denen es manchmal ein bisschen kritisch ist, die zu tragen, da sie so eng sind, dass sich gewisse Sachen einfach abzeichnen könnten und man dann doch lieber eher zu anderen Hosen greift und diese Leggings dann doch nicht so gerne trägt, obwohl sie eigentlich super, super schön sind. Da gibt es auch so den ein oder anderen Hack, der vor allem auch in Amerika irgendwie total populär ist und den wollte ich in dieses Video hier auch reinpacken, da ich glaube, dass er vielen Mädchen helfen könnte. Und zwar braucht man dafür einfach eine Slip-Einlage. Die haben die meisten, denke ich, auch mal zu Hause. Die muss man dann ein bisschen zurechtschneiden, also kürzen, also am Anfang und am Ende ein bisschen was wegnehmen. Und den Teil von der Slip-Einlage, der jetzt noch übrig ist, könnt ihr einfach so um euren Slip wickeln, dass es quasi unmöglich ist, dass sich durch eine enge Leggings irgendetwas abzeichnen könnte. Und so seid ihr definitiv auf der sicheren Seite und diesen Hack könnt ihr sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Ich glaube, der ist schon recht hilfreich für viele Situationen. Wenn man einen Lippenstift aufträgt, der allerdings relativ ungleichmäßig wirkt, was vor allem bei dunklen Lippenfarben häufig passiert, und dunkle Lippenfarben trägt man ja auch im Winter sehr, sehr gerne, dann trägt man meistens noch eine zweite Schicht auf. Dann ist allerdings das Problem, dass es irgendwie zu viel Produkt auf den Lippen ist und das irgendwie auch komisch ist und irgendwie ein bisschen merkwürdig zu tragen ist. Und dann will man den Lippenstift am Ende irgendwie doch nicht mehr verwenden und doch nicht mehr tragen. Und dagegen gibt es einfach einen so unfassbar simplen Trick, den ich euch jetzt erzählen möchte. Und das ist auch so ein Trick, der von ganz, ganz vielen Make-up-Artists verwendet wird und mit dem man quasi jeden Lippenstift zum Funktionieren bringt. Das heißt, ihr müsst einfach wie gewohnt euren Lippenstift auftragen und wenn der ungleichmäßig aussieht, dann müsst ihr keine zweite Schicht drauf geben, sondern geht einfach mit eurem Finger so lange über eure Lippen und verteilt so dann das Produkt, dass es am Ende gleichmäßig aussieht. Ihr könnt dafür auch einen Pinsel verwenden, wenn ihr nicht so gerne euren Finger nehmt. Der Vorteil daran ist auch, dass ihr am Ende weniger Produkt braucht, denn ihr müsst keine zweite Schicht auftragen, damit das Produkt gleichmäßig wirkt. Meistens sieht das Ergebnis auch viel natürlicher und schöner aus, wenn ihr den Lippenstift einfach nochmal mit euren Fingern einarbeitet. Vor allem in der festlichen Zeit trägt man ja auch wieder recht gerne Kleider und auch gerne mal so auffällige oder außergewöhnliche Kleider. Und was aktuell so ein Trend ist, sind solche Beinausschnitte oder wie auch immer man das nennen soll. Also Cutouts an den Beinen, die es momentan bei ganz, ganz vielen Kleidern gibt. Das Problem ist, dass diese Cutouts teilweise auch so hoch gehen, dass man dann rein theoretisch die Unterwäsche, die man trägt, auch sehen würde, was einfach nur ultra blöd ist. Und meistens findet man eben ein Kleid, das einem so, so gut gefällt, aber genau wegen diesem Beinausschnitt kauft man das Kleid dann doch nicht. Ich habe hier mal so ein Beispielkleid, damit ihr das seht. Also hier ist einfach das komplette Bein hoch, so ein transparenter Stoff. Und hier würde man eben auch die Unterwäsche durchsehen, wenn man das Kleid trägt. Und weil ich dieses Kleid allerdings so schön finde und ich es unbedingt tragen wollte, habe ich mal etwas recherchiert und habe tatsächlich eine Sache gefunden, die mein Problem löst. Und zwar gibt es quasi Unterwäsche zum Kleben. Ich kann euch hier mal so ein Bild einblenden. Das Ganze sieht wirklich super, super komisch aus.
Aber ich denke, ihr kennt ja auch die Klebe-BHs. Die gibt es ja auch, wenn man zum Beispiel ein Kleid trägt, das einen Rückenausschnitt hat. Und das ist eben dasselbe Prinzip, nur eben als Slip. Und das ist dann eben super geeignet für Kleider, die so einen sehr, sehr hohen Beinausschnitt haben. Creme-Highlighter sind ja wirklich mega, mega schön. Leider sind die auch öfter mal so ein bisschen teuer, beziehungsweise man hat generell nicht so Bock oder das Geld, sich einfach ein neues Produkt zu kaufen. Und deswegen gibt es in diesem Video eine DIY-Idee, wie man sich einen Creme-Highlighter ganz leicht selber zu Hause machen kann. Und zwar braucht man dafür erstmal seine liebste Tagespflege, also Creme. Und dann braucht ihr auch noch einen Highlighter. Und da wäre es tatsächlich am besten, wenn ihr einen kaputten Highlighter nehmt. Und Leute, mir ist mein Highlighter letztens kaputt gegangen und der bröselt und fliegt einfach nur überall rum. Und jetzt habe ich eben einen neuen Verwendungszweck für den gefunden. Denn ich nehme mir einfach ein bisschen von diesem zerbrochenen Highlighter und mische das dann mit etwas Creme auf meinem Handrücken. Und das ist dann quasi mein Creme-Highlighter, den ich mir dann ins Gesicht klatschen kann. Und Leute, ich finde, dass dieser Highlighter, den ich mir quasi selber gemacht habe, einfach nur so, so schön aussieht. Und ich finde, dass ein Creme-Highlighter generell auch meistens viel natürlicher wirkt als ein Puder-Highlighter. Eben weil er nicht so pudrig ist, sondern mehr mit der Haut verschmilzt. Und ja, falls ihr auch einen Highlighter zu Hause habt, der sowieso kaputt gegangen ist, dann probiert das definitiv mal sehr gerne aus. Und wenn ihr das ausprobiert, dann bietet sich der nächste Hack auch sehr gut an. Denn es gibt ja solche Mischpaletten. Die kann man zum Beispiel bei Amazon bestellen und sind dann eben extra Plättchen, auf denen man Make-up mischen kann. Und die Teile sind meistens doch schon recht teuer. Und es gibt tatsächlich Leute, die dafür dann Geld ausgeben, um dann eben auf diesen Plättchen ihr Make-up zu mischen. Was man stattdessen aber auch machen kann, ist sich einfach einen alten Spiegel zu schnappen und darauf die ganzen Produkte zu mischen. Was man auch nehmen kann, ist einfach ein kleines Glasplättchen, wenn ihr sowas zu Hause habt. Oder auch ein Tassenuntersetzer. Das funktioniert auch sehr gut. Bei all diesen Alternativen, die ich euch gerade genannt habe, ist es auch genauso wie bei dem Original, also bei den Mischpaletten, dass man das Ganze einfach super hygienisch abwaschen kann. Und ja, deswegen könnt ihr auch erstmal eine Alternative bei euch zu Hause suchen, anstatt direkt solche Mischpaletten auf Amazon zu bestellen. Ansonsten schaut auch sehr gerne mal bei dem i vorbei, denn da habe ich eine Umfrage für euch. Und da findet ihr auch noch weitere Videos von mir, genauso wie in der Infobox. Da sind eigentlich auch immer relativ viele Videos von mir aufgelistet. Oder ihr könnt euch jetzt eins von diesen beiden Videos hier aussuchen. Das ist einmal ein Video, in dem ich im Teddy war und da einen Live-Fall gedreht habe. Das war wirklich extrem lustig. Und darunter findet ihr ein Video, in dem Jonas und ich unsere Outfits getauscht haben. Hier sind meine Social-Media-Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss!